Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mal mit einem Prügelspiel aus einer bekannten Reihe, Dead or Alive 5. Ja, dieses Spiel ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es so dermaßen gut ist, sondern eher für, ne, ihr wisst schon. Dead or Alive 5, was steht denn hier? I'm a fighter. Kann man es lesen? Naja, nicht wirklich, egal. Die heißesten Kämpfer der Gaming-Welt sind wieder da. Wirf deine Gegner von exotischen Wasserfällen in explodierende Ölfässer und vieles mehr. Ninjas, Assassinen, Raubeine und Wrestler liefern ihnen ein echtes Fighting Entertainment. Das ist Dead or Alive. Ja, schöne Bilder, meinetwegen. Viel mehr aber auch nicht. Die Disc. Na komm schon. Nicht wirklich atemberaubend. Ein Booklet. I'm a fighter. Und sonst gar nichts. Super. Aha. Steuerung, Inhalt, ja. Ja. Nicht viel Interessantes. Online, ja, interessiert uns nicht. Mitwirkende, ja, super. Ist das schon alles? Die heutigen Booklets sind echt nicht mehr das, was sie mal waren, muss ich sagen. Sehr schade. Oh, hier noch ein paar komische Typen. Ja, ihr könnt euch denken, welches mein Favorit ist hier. Ist nicht weiter schwer. Ja, mehr steht da leider nicht und deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit Dead or Alive 5. Dead or Alive 5. Start drücken, okay, das kann ich. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich kann solche Spiele überhaupt nicht. Aber was ist jetzt schon wieder? Nee, Pro bin ich nicht. Deswegen lassen wir das. Ja, ja, ist gut. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin in solchen Spielen nicht gut, aber ich möchte euch das einfach mal zeigen hier. Und deswegen legen wir mal los. Kampf, Gegner. Ja, das hier. Einzelspiel, Teamspiel, Kampf. Einzelspiel natürlich. Ich möchte das Ganze einfach mal begutachten, wie es so aussieht. Und ja, Dead or Alive ist jetzt nicht unbedingt. Ja, das weiß ich auch. Na und? Was? Kann wohl offline spielen oder was? Ja, scheinbar. Ja, Dead or Alive ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es mit allem möglichen glänzt, sondern eher mit dem Vorbau gewisser Kämpferinnen. Ja. Wir wollen uns natürlich mal alle ansehen. Wer bist du denn? Brad Wong. Du siehst kacke aus. Weil du ein Typ bist. Helena, ah, die kennt man aus dem Film. Stimmt. Dann hätten wir hier Kokoro. Ah, da steht sogar. Ach so, da stehen sogar noch ihre Werte. Das ist sehr cool. Bayman kennt man auch aus dem Film. Ich mag den Kerl nicht. Der hat auch scheiß Werte. Christy. Oh, wer den Film kennt, der mag sie. Dann hätten wir hier Rick. Ja, ich bin Rick. Ich sehe unter meiner Kapuze hervor und heiße Rick. Aha. Chun-Li. Das Milchgesicht der ganzen Truppe. Zack. Der hat so eine komische Frisur im Film. Hat er hier nicht. Ayane. Kennt man auch aus dem Film. Dann hier Hayate. Kennt man auch aus dem Film. Dann wäre noch hier Hitomi. Kommt glaube ich auch kurz vor. Weiß ich nicht. Li Fang. Kommt glaube ich auch vor. Bin ich mir jetzt da nicht mehr sicher. Dann haben wir Bass. Der Vater von einer, der vermutlich gleich kommt. Von Tina glaube ich. Dann haben wir hier drei zum Freispielen. Das wäre La Mariposa. Was bist du denn für eine? Hier haben wir Tina, genau. Wow. Elliot. Und Hayabusa. Gut, ich will jemand mit großer Oberweite und Stärke. Du warst doch stark. Ja, du warst doch stark. Geschwindigkeit wäre auch super. Da nicht so sehr. Moves, ganz viele. Wurf, Griff ist nicht so toll. Und bei dir, Wurf. Ganz okay, Angriff ist auch super. Ja, sorry, ich muss jetzt mir kurz hier jemanden aussuchen. Ja, ich glaube, ich nehme. Ich nehme Akatsuki zum Anfangen, ja, warum nicht? Wow, ich kann noch ihr Outfit bestimmen. Wow, das muss natürlich sein. Ja gut, wir haben nur zwei zur Auswahl, dann nehme ich das Blaue.
Und wir kämpfen gegen... Wer könnte denn schwach sein? Rick. Ja, Rick sieht schwach aus. Was hast du noch für ein zweites Outfit? Wir nehmen es einfach mal, komm. Okay, jetzt siehst du scheiße aus. Okay, alles klar. Ja, wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit verschwendet, ohne dass wir was gesehen haben. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, das braucht extrem lange zum Laden, diese ganzen Stages hier. Ja, sieht cool aus. Lade ein bisschen schneller, bitte. Ich möchte doch alles zeigen. Temple of the Dragon. Ja, die typische Temple Stage halt. The Show. Was ist mit der Show? Auf dem Rummel oder was? Oh mein Gott, das ist verstörend. Flow. Yeah, spürt ihr den Flow? Ne, sieht aber schön aus. Street? Ja, wie sieht man eine Street aus? The Ends of the Earth. Wir nehmen das hier. So. Möchte endlich mal spielen. Mal sehen, ob mir dieses Spiel wenigstens ein kleines bisschen liegt. Ich glaube zwar nicht, aber wir testen es einfach mal. Boah, aber die Ladezeiten sind echt heftig in diesem Spiel. Das sieht man sonst selten. So extrem lange Ladezeiten. Das ist schon mal ein Minuspunkt, muss ich sagen. Okay, die Grafik sieht schon schön aus, muss ich sagen. Was zum, was zum? Was? Ich kann... Was? Ich kann mich nicht mal bewegen. Ich kann gar nichts tun. Wow, ist die Steuerung mal lahm. Ernsthaft. Und wenn der mich so angreift, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht blocken, gar nichts. Nee. Was ist das für ein Ding, bitte? Echt, ich kann weder blocken noch sonst irgendwas. Wie gesagt, die Steuerung ist was zum Teufel? Die Steuerung ist extrem lahm und ich kann mich nicht... Was? Ich komm da... Hallo? Ich drück doch! Hallo? Ich kann gar nicht zurückgehen, wenn der mich angreift. Ernsthaft? Der kann dann immer auf... Was tue ich denn da? Seht ihr? Ich kann so nicht mal... Ich drücke alle Tasten, die ich habe. Ich kann da... Ey, das nervt mich jetzt gerade, wo ich zum ersten Mal spiele. Ganz im Ernst. Ja, fick dich mit deinem Neuling. Echt, ich kann gar nicht ausweichen hier. Das ist ziemlich kacke. Ja, seht ihr, wenn er... Einmal angreift. Was? Hör jetzt... Ich kann nicht entkommen! Ne, ich kann nicht entkommen, ich kann nicht blocken, ich kann gar nichts. Seht euch das an. Wenn er mich einmal trifft, ist der Kampf vorbei. Und ich kann auch keinen Gegenangriff landen, gar nichts. Ey, ist das ein behindertes Spiel. Ernsthaft. Ernsthaft, was? Was ist denn los mit euch? Wer hat dieses Spiel bitte gemacht? Ja. Wenn ich ihn nicht zum Angriff kommen lasse, ja? Dann trifft er doch. Ja. Oh, warum ist die Frau da so... Ey, was soll das? Ne, ich kann überhaupt nicht ausweichen. Das ist der größte Rotz, den es gibt. So eine verkackte Steuerung habe ich jetzt echt noch nie gesehen. Noch nie. Ernsthaft, noch gar nie. Mein Gott. Oder ist einfach sie nur kacke. Das kann auch sein. Glaube ich zwar nicht. Ernsthaft? Das stresst mich gerade. Hier, nehmen wir mal Tina. Ich glaube, hier habe ich schnell entschieden, welches Outfit das ich nehme. Ja. Ja, ich bin ein Mann, mein Gott. Oh Gott, das sieht wirklich scheiße aus. Nehmen wir das hier. Und hier gibt es ein Dreiecksystem. Sehe ich gerade. Griffe haben Vorrang vor Angriffen. Angriffe haben Vorrang vor Würfen. Und Würfe haben Vorrang von Griffen. Aha. Ja, super. Hier nehmen wir auch jemand anderes. Hier. Du hast zweimal oben ohne. Super Outfit. Ne, ernsthaft? Das ist...
Nehmen wir das hier, komm. Dead or Alive. Ja, das Spiel ist echt komisch. Das Spiel ist echt ein bisschen komisch. Naja. Naja. Ja, lade doch bitte schneller. In der Zwischenzeit versuche ich hier noch ein bisschen was zu lernen. Was du? Ja, ja klar. Ja, ist genau derselbe Kack wie vorhin. Ey, ich kann... Was ist denn los? Ja, komm schon. Ja, ich kann nicht mal einen Treffer landen, weil sie einfach nichts macht. Wow, ich konnte ein paar Mal treffen. Ey, ja, fick dich, du Penner. Ja, was denn? Was habe ich jetzt getan? Nee, nee, fick dich, Spiel. Ich kann... Ich drücke die Tasten wie ein Bescheuerter bis zum Erbrechen. Es passiert gar nichts, versteht ihr? Gar nichts. Was ist das für ein Spiel? Was erwarten die von mir hier? Ernsthaft? Der ist nicht auf hart eingestellt oder so? Das... Boah, ich hab mal geblockt, habt ihr gesehen? Wow, was ist denn jetzt gerade passiert mit mir? Fick dich, du Penner! Kann ich irgendwie springen oder so? Wow, wow, wow! Au! Sah grad für einen kurzen Moment so aus, als dass ich eine Chance hätte, wenigstens einmal zu gewinnen. Aber ja, das war's dann wohl. Und? Komm schon! Nein, 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 nein! 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 Das gibt's doch nicht! Ey, jetzt fick dich doch mal! Was? Was ist denn? Ich komm wieder überhaupt... Ey! Ich komm wieder überhaupt zu nix mehr. Seht ihr das? Ja, ist klar. Ja, natürlich. Natürlich. Ich blocke doch! Es passiert nichts, wenn ich blocke! Das ist doch mal ein dämliches Spiel, echt! Ja, es war mein Controller. Ey, was ist das für ein dämliches Spiel, ey? Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Der Kerl ist immer schneller als ich! Ich kann auch nicht springen, versteht ihr? Ich kann nicht blocken, wenn der mich mal angreift. Gar nichts. Ja, unblockbarer Angriff. Ja, ist klar. Hm, natürlich. Ja. Was? Was denn? Du dämliches... Boah, was? Nee, das Spiel ist das Blödeste, was ich je gesehen habe. Echt. So ein Kackspiel habe ich echt noch nie gesehen. Wie kann ich ausweichen, wenn er mich einmal trifft? Ey, das darf nicht wahr sein. Ja, ja, klar. Steh mir auf den Kopf. Na klar. Warum kann der immer alles, was ich tue, irgendwie kontern? Leute, ich sag's gerne nochmal. Das Spiel ist sowas von scheiße, kacke, dumm, dämlich. Geh weg. Das einzig Motivierende hier dran sind ihre Titten. Sind ihr mal ernsthaft? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich kann solche Spiele nicht, ja? Gebe ich ja gern zu. Aber mein Gott! Das... Nee! Oh, ich nehme jetzt doch mal Christy, einfach nur, damit wir sie mal gespielt haben. Dann nehmen wir noch irgendwie... Wer sieht denn schwach aus? Niemand! Nehmen wir die hier, die ist bestimmt scheiße. Oh, nehmen wir noch das Kostüm hier. Damit wenigstens für die Augen ein bisschen was dabei ist, nicht wahr? Ey, dieses Kackspiel. Ne, es nervt mich gerade. Es nervt mich echt gerade. Es kann doch nicht sein. In anderen Spielen bin ich einfach nicht gut, aber hier? Das...
Das ist jenseits von Gut und Böse. Beziehungsweise jenseits von Gut. Das ist einfach nur böse. Ich hasse dieses Spiel. Gut, dass ich nur ein paar Münzen dafür bezahlt habe. Echt. Das stresst mich. Oh Gott, die sieht eher aus wie Bayonetta. Ja, alle können immer... Ja, seht ihr, es ist sowas von Kacke. Sie trifft einmal und ich kann nicht mehr ausweichen. Ich kann echt nicht zu... Ich kann blocken, ich kann mich zur Seite bewegen, ich kann zurückgehen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann echt nichts dagegen tun. Es ist einfach nur ein behindertes Spiel. Ihre Angriffe sind auch immer schneller als meine, wisst ihr? Ich block doch, du dämliche Bitch! Ey, ernsthaft? Ich kann sie auch nicht greifen, versteht ihr? Ich kann gar nichts tun. Wow, ich konnte mal einen Angriff starten. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Fick dich, Spiel! Leute, das war's für heute mit Game zum Montag. Mit deinem Kackspiel. Tschüss.